Ja, hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Elex. Wir haben uns, also Kaya hat sich mal wieder mit dem Elex unterhalten und geht's dir? Geht es dir? Alles gut, danke der Nachfrage. Ach, das Kaya ist eine ganz süße. Sie findet mich auch ganz süß und das. Ja, ich bin mir nicht ganz sicher. Ich möchte mich hier vielleicht noch ein klein wenig umschauen, bevor wir uns dann aufmachen und ja, wieder zurück zum Lager gehen oder hau mal. Hauen wir den. Den werden wir mit Sicherheit nicht hauen. Irgendwas sollen wir das mal ansehen. Ist der Schlafplan? Eremiten. Ich dachte, hier hätte ich. Hatte ich nicht? Doch, hatte ich. Doch hier, der Hauptgang, das da. So, auf der Karte anzeigen, wo ist denn das Kackviech? Ist da unten. Kackviech da unten bis zum Poppes voll mit. Wir schauen uns das Viech da mal an. Weil das hat ein Herz und dieses Herz möchte Arx haben. Die weißen Zacken Magalans. Beeindruckend. Ja, Wofür sie ja. wohl gebaut wurden? Ach, das da. Ja, das, wenn man mal so genau wüsste, wofür diese Luftquirle wohl mal gedacht worden, dass. Kann, glaube ich, keiner so wirklich sagen hier. So. Aber dem Viech kann ich den Hintern verhauen. Weil du es verdient hast. Ja, also optisch finde ich die Waffe ja jetzt nun doch schön. Zweckmäßig bin ich mir da nicht so ganz so schlüssig. Was haben wir denn hier eigentlich? Vielleicht sollten wir uns auch ein klein wenig weiter umschauen hier in so Ecken, von denen ich mir nicht mehr sicher bin, ob ich da schon mal drin war. Verrottete Überreste einer längst vergangenen Zivilisation. Ja, verrottete Überreste sind schön, besonders wenn man da drin nochmal was finden kann. Das war zu leicht. Zu einfach. Ja. Schrottsammlerhemd. Das brauchen wir alles und vielleicht hat ja irgendwer hier noch. Ein lukratives Zusatzeinkommen von für uns, nicht von uns. Das schaut aber so aus, als wäre ich hier schon gewesen. Das waren Banditen mit der Karte. Glaube ich. Ja, also hier habe ich definitiv schon abgeräumt. Ja, das war genau. Aber da oben drauf war ich noch nicht. Ja, nein, 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 total falsche Knöpfe. Wollte die Leiter nach oben gehen. Weil da bin ich garantiert noch nicht hochgeklettert.
Das andere komische Ding bin ich hochgewandert. Und hier hatte ich dann trotzdem noch die Kiste übersehen. Das gilt hier jetzt dann teilweise beim der Kameraführung. Was ist denn das? Unangenehm auf jeden Fall. So hohe Leiter hochklettern, das dauert natürlich. Und ich muss sagen, ich wäre wahrscheinlich hier spätestens umgekehrt, weil es mir zu anstrengend gewesen wäre, da hochzuklettern. So, Energiezellen, Plasmazellen. Wenn ich schon hier bin, dann will ich auch noch ganz oben. Und da ist wieder was. Splitterraketen. Das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Die brauche ich für meinen Raketenwerfer. Auch wenn es jetzt nur 5 Stück sind. 5 Raketen haben ist auf jeden Fall besser als in die Hose gekackert. War ich da ganz hinten schon? Das war der Turm, auf dem ich so Probleme hatte, raufzukommen. Da habe ich eine Ratte übersehen. Und da auf dem Tisch steht auch noch was. Also war ich hier noch nicht so wirklich. Einen guten Löffel. Und die gute Gabel. Ganz, ganz wichtiges Zeugs, was wir hier unbedingt mitnehmen müssen. Geldbündel in einem Tresor. Da vorne steht bestimmt noch die Öllampe für uns. Das haben wir hier tatsächlich nicht ordentlich geplündert. Das kann es ja gar nicht sein. Und wir klettern weiter Leitern. Wenn es nur für eine Öllampe ist. Kaya. Ups. Jedes kleine Eckchen hier durch Suchrandgranaten sind auch auf jeden Fall. Auch wenn ich damit nicht umgehen. Wir haben alle Zeit der Welt. Auch wenn ich mit Handgranaten nicht wirklich umgehen kann. Bin ich immer froh, welche zu haben. War jetzt ein kleiner Schreckmoment. Ich wollte hier eigentlich was anderes probieren, aber dass das Waffen wegschicken ist, habe ich nicht bedacht. Ja. Mittlere Maustaste. Ich dachte, es wäre irgendwie so ein Alternativschlag oder sowas. War es aber nicht. Gut. Wir schweben elegant über diesen Abschluss. Abschluss, genau. Das kommt davon, wenn man irgendwas sagen möchte und sich nicht überlegt, was man sagt, sondern sabbelt einfach und da kommt irgendein Quatsch bei raus. Kann passieren, auch wenn es vielleicht nicht unbedingt so schön ist. Ich
war hier schon mal. War hier irgendwas, was ich nicht wollte? Also, ist dieser Schakaljäger irgendwo? Weiß ich auch nicht, ob ich mich hier ordentlich umgeschaut habe. Drin ist auf jeden Fall, da sind noch mehrere Schakale drin. Da waren wir doch schon. Hier ist doch dieser Schakaljäger, der alle Schakale wegmacht. Er ist doch eigentlich hier gewesen. Gut, dass das Leben unter diesen Kuppeln halbwegs geschützt ist und gedeihen kann. Ach, da hinten ist der. Ich dachte, der wäre weg. Ja, gut, dass er mit den einen Treffer da nicht übel nimmt. Sag mal, hast du mir eigentlich irgendwas zu sagen noch? Lass uns Schakale jagen gehen. Komm, das können wir doch machen. Lass uns Schakale jagen gehen. Nee, du, lass mal. Ich habe für diese Woche schon genug gejagt. Ich werde mich erstmal wieder ein bisschen entspannen, bevor ich aufbreche und versuche, meine Waren zu Geld zu machen. Na gut. Dann lass es halt. Ich habe aus Versehen geklaut, habe ich festgestellt. So, Kuppel, da nochmal Kuppel. Ist von innen drin. Schakal drin. Das ist die Kuppel. Das sind tote Schakale. Ja, mit dem Orientierungssinn gewinne ich garantiert irgendwo einen Preis. Aber keinen besonders tollen. Irgendwie bin ich froh, dass diese Dinger nicht mehr fahren. Warum? Ich liebe es, den Boden unter meinen Füßen zu spüren. Da fühle ich mich der Erde nah. Ganz ehrlich, ich wäre froh, wenn die Dinger noch fahren würden. Also. Oder wieder, oder wie auch immer. Okay, wir können hier einfach. Hier ist erstmal nichts Besonderes. Dann können wir auch den Weg weitergehen. Okay, da drüben ist ein etwas dickeres Tierchen. Vor dem ich auch nur noch bedingt Angst habe. Ich meine, sie sind nicht zu unterschätzen. Der macht immer noch Aua, wenn er mich trifft. So. Und da vorne. Irgendwo soll das andere Tierchen sein, wenn ich das richtig... Ja, Ameisen. Hässliche Tiere. Da hinter dem Auto steht auch einer und da hinten ist so ein ganz großer, ganz dicker. Ja, genau. Müsst ihr da jetzt alle auf einmal angescheißert kommen hier?
Inklusive das Viechzeugs da. Ja. Geht mal bitte alle wieder zurück auf Ausgangsposition. Wir fangen das nochmal von vorne an. Ja, da ist Kaya. Hast du sie gut umgangen? Tja, geht mal wieder zurück. Ich möchte gerne nochmal neu anfangen bei euch. Wir hatten einen schlechten Start, das sehe ich ja durchaus ein. Wir können ja drüber reden. Ich gehe auch gerne ein bisschen weiter weg, wenn euch das lieber ist. Ja, das scheint ihn jetzt gereicht zu haben. Dann wagen wir doch einen Neubeginn. Ich wäre immer noch dafür, dass wir uns einzeln unterhalten. Und mit einzeln meinte ich einer nach dem anderen. Das fände ich gut. Kommen die wieder alle angerannt. So, jawohl. Komm mal bitte nur du hierher. Ja, genau, ein Achtungserfolg war das auf jeden Fall. Das machst du nicht ungestraft. Wo ist die scheiß Ameise? Ah ja, ich fand, das hast du echt klasse gemacht. Deswegen gehe ich aber trotzdem nochmal ein Stückchen weiter zurück. Wie die Ameise kann auch rumkotzen. Kotzameise. Komm, geht doch mal wieder zurück auf eure Ausgangsposition. Das, Huch. Da unten sind auch nochmal zwei Ameisen. Thank you.
Solange die Ameise nicht mitkommt, ist doch alles schicki. So, damit hätten wir das nächste Viech kaputt. Immer schön eins nach dem anderen. Alle auf einmal ist immer blöd. Ja, da hinten kommt die Ameise. Es geht los. Ja, das kann's aber noch. So, das ist auf jeden Fall das nächste Viech, was wir hier geplättet haben. Jetzt brauche ich aber ein bisschen Ausdauer zum Regenerieren. Ein bisschen Ausdauer vor allem. Ein bisschen Leben zum Regenerieren. Ich sollte mal was Stärkeres essen. Sie macht 24. Suppe. Dann habe ich wieder ein Stückchen weniger, was ich hier rumtragen muss. So. Bis vorhin seid ihr auch mal alle mitgewandert gekommen, genau so. Muss es sein, dass hier so ein dummes Suppenhuhn noch. Aua. Ich wäre vielleicht ein klein bisschen überheblich, das jetzt hier mit den allen aufzunehmen. Ach nö, echt jetzt? Ich habe nicht bei der Spinne gespeichert. Offensichtlich habe ich das nicht getan. Ja. Das holen wir jetzt natürlich sofort nach. Damit mir das nicht noch einmal passiert. Oh, Eisenbrocken. Thank you.
schrei du da hinten mal rum. Schön leise. Solange du nur brüllst, bist du mir eigentlich ganz recht. Sein, dass der jetzt da auch ankommt. Ich sehe den Schaden nicht, den ich an dem Viech mache. Der geht so irgendwo in Richtung nicht vorhanden. Also wenn ich gegen das Viech kämpfe, muss ich mich wieder ewig konzentrieren. Blöde Ecke zum Speichern gewesen. Strategischer Rückzug. Also ein Kampf gegen das Viech würde vermutlich... extrem lange dauern. Weil ich mal wieder einfach im Verhältnis zu dem Kackviech zu wenig Schaden verursache. Ja. Genau, geh du mal zurück, damit ich an die... an den ganzen Loot rankomme. Der da noch rumliegt, den würde ich nämlich schon noch gerne einsammeln. So. Die Grille ist schon gelootet. Noch den Kackvogel. Dann haben wir den Herrscher hier noch. So. Ansonsten ist das hier ganz grundsätzlich ganz, ganz toll und schön, aber den jetzt hier zu bekämpfen, das dauert zu lange. Das mag ich jetzt an der Stelle nicht zwingend erledigen müssen wollen, tun. Das heißt, wir gehen mal hier zu diesen Ruinen hin. Kartenmarkierung setzen dahin. Und schauen uns da mal um und... gucken mal, ob wir irgendwo irgendwas übersehen haben, wo wir dann vielleicht noch irgendwas tun können. Und ansonsten hätten wir ja noch diese Mutprobe, hat es geheißen. Also ich habe auch schon gehört, ja, die Viecher haben ja so wenig Movesets und das sind, die Kämpfe sind immer repetitiv und immer gleich und
Ja, irgendwann wird es einfach viel zu leicht. Ich kann mich jetzt darüber nicht beschweren, dass die Moves jetzt immer gleich sind, weil das ermöglicht einem unter anderem auch, dass man. Gegen stärkere Viecher bestehen kann. Und mit einer der Gründe, weil das in diesen Spielen häufiger eben ist, von Piranha Bytes, war ja die Entscheidung für den hohen Schwierigkeitsgrad, damit es eben nicht zu leicht ist. Und ich kann mich jetzt wirklich beim besten Willen nicht darüber beschweren, dass es mir zu leicht wäre, weil die Viecher, die Totenkopf haben, auch wenn sie immer dieselben Movesets haben, wenn die mich halt zweimal treffen, dann bin ich Matsch. Und einen langen Kampf zu bestehen, ohne zweimal getroffen zu werden, ist echt schwer. Okay, der redet erst mit mir, wenn ich Überleben 10 habe. Ist mir ganz recht. Aber ich probiere jetzt hier natürlich Level zu machen und die Movesets von den Tierchen auswendig zu lernen. Nein. Also ich probiere Level zu machen, ich probiere natürlich neue Quests aufzutun, Sidequests, die wir noch nicht gemacht haben, Ruinen und Ecken zu erforschen, in denen wir noch nicht so wirklich waren, wie das da hinten oben. Da waren wir zum Beispiel ziemlich sicher noch nicht. Weil mittlerweile können wir uns dann doch relativ frei bewegen auf der Karte. Was jetzt nicht unbedingt so wahnsinnig viel heißen möchte, man kann sich hier immer noch ganz schnell irgendwo eine einfangen. Da hinten sind ganz viele rote Punkte. Rote Punkte bedeutet selten freundliche Lebensformen. Bei dem ganzen Mist vergisst man immer schnell, wie schön es hier eigentlich ist. Hier haben wir erstmal Mist. Alles Material, was man verkaufen kann. Und da oben ist auf jeden Fall ein Aussichtsturm, bei dem ich ziemlich überzeugt davon bin, dass ich da noch nicht war. Will ich mich mit dem Tier anlegen? Das Tier will sich mit mir anlegen. Das Tier
Tier ist stark, aber machbar. Da hat er ausgegrunzt. Kaya hat das platt gemacht. Der gibt nur 125 Erfahrungspunkte. Das ist. Für so ein starkes Tierchen hätte ich eigentlich mehr, weil ja gut, vielleicht zählen da die entsprechend die Movesets mit rein in die Erfahrungspunkte, die sowas gibt. Mächtiges Mana. Um das irgendwo ausgleichen zu können. So, da lag pures Mana rum, warum auch immer hier pures Mana rumliegt. Das ist wirklich nur ein Stein. Ich hätte jetzt eigentlich mehr erwartet von dem Tier. Wo war jetzt dieser Aussichtsturm? Kann man sich auf so kurzer Distanz verlaufen? Gibt's doch gar nicht. Da hinten. Dann schauen wir mal, ob es hier was gibt und wenn ja, was. Wahrscheinlich springen mich hier wieder irgendwelche Viecher irgendwo aus dem Boden an. War ja mal ziemlich dick. Okay, das, ja, ja. Das schaut ja so aus, als würde sich das hier direkt lohnen, da. Hier, Trockenfleisch, nochmal ein Heiltrank. Ballungsgeschoss erhalten. Okay, man musste hier reinfliegen, aber es gab dafür auch was. Das schaut ja hier super strange aus. Ja. Kaya, hau es. Mach's platt. Na gut. Ich helfe dir. Ja. Gib Kram. In der Tasche ist vermutlich mal wieder nichts drin. Ja, das macht fast gar nichts. Also der Weg ist ausgeleuchtet. Das haben nicht die Tiere gemacht. Gefährliche Gegend. Ja, nö, ist klar. Da hinten ist wieder Monster Dikidovi. Soll ich es echt probieren, mich mit dem anzulegen? Nee, nee, das macht. Das ist. Macht wieder überhaupt keinen Sinn.
Das macht wieder überhaupt gar keinen Sinn, sich mit dem anzulegen. Jetzt haben wir letztes Fleisch gegessen. Ich denke mal, Kaya wird gleich wieder nachkommen, wenn sie feststellt, dass wir uns aus diesem aussichtslosen Kampf zurückgezogen haben. Hoffe ich doch zumindest. Wenn ich jetzt hier nicht draufgehe bei dieser Kackaktion. Yay. Aha, jetzt kommst du an. Jetzt kommst du an. Da jetzt, genau. Einfach bloß noch mich einfach zwei Schritte weiter zurückziehen müssen hier. Gab immerhin 120 Erfahrungspunkte. Federn, Leder, Kralle, kein Fleisch. Da springt doch jetzt gleich was raus, oder? Bin doch nicht doof. Hab ich doch gesehen. Aber was das für eine Falle sein sollte, ich hätte es eigentlich schon erwartet, dass ich da was anderes finde, als nur dieses fette, dicke Viech da. Oh, was ist das denn hier? Ja, habe ich? Warum pflücke ich das Blümchen nicht? Wo sind wir denn hier? Elektroschrott und Tagebuch eines Flatterers. Schauen wir doch gleich mal rein. Ach, die Zeit vergeht hier. Hör mir auf. Weil vielleicht gibt es ja noch eine Quest, ein Buch zu lesen. Ich bin mir da nicht so sicher. Sollen diese faulen Ärsche mal selber hier rauskommen? Ist auch kein Zuckerschleckenfleisch zu besorgen. Sollen gefälligst meinen Preis bezahlen, ansonsten werden sie verhungern. Die Biester erlegen sich ja auch nicht von selbst. Könnte denen auch einfach ein paar gammelige Mutanten auftischen. Geizhälse. Hab ein bisschen guten Schrott gefunden, ist mit der Strömung am Fluss gekommen und hat sich an den Steinen verhakt. Ein bisschen nasse Füße konnte ich da riskieren. Den kann ich immerhin an den Müllbaron verkaufen. Wenn der alte Griesgram mich nicht wieder bescheißen will. Dann kann ich Claudius Mädchen vielleicht mal wieder einen Besuch abstatten. Ein gutes Stück Fleisch und ein paar Splitter von Bob sollten hoffentlich reichen. Und dann gibt es auch noch das Casino. Werde diese trostlose Wildnis mal für eine Weile verlassen. Na gut. Für eine Weile verlassen werde ich auch, und zwar das Spiel. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen und ihr schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein, bevor dieses Viech da hinten kommt. Bin ich raus und sage Tschüss.